Und wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge und einer neuen Saison. Wir sind hier gerade in Vertragsverhandlungen. Ich muss den einen oder anderen Spieler mal erneut den Vertrag verlängern, wie ein Akrasiba eventuell, vielleicht ein Jansen Schneider. Wir schauen mal nach, was wir da machen können. Aber die, die ein Jahr haben und wichtige Spieler, werde ich erstmal verlängern. Als nächstes wollen wir den Verein anpassen. Das heißt, wir machen uns ein größeres Stadion, da wir jetzt dieses Jahr normalerweise in der Conference League spielen sollten. Und da habe ich gesagt, wenn ich in der Conference League spiele, ein Stadion etwas größer, wenn wir in die Europa League kommen und so weiter. Aber wir werden dann einfach ein Stadion nehmen, auf jeden Fall was nah an den Zuschauern, nah an den Zuschauern, nah am Feld ist. 30.000. Dann nehmen wir das hier und fertig. Dann ist wieder die Frage, was erwartet uns in dieser Folge? Natürlich die Sommertransferphase. Da simulieren wir erstmal einen Tag weiter, weil dann glaube ich, die ganzen Laien nochmal zurückkehren oder was dann noch alles los ist und und. Im zweiten kann man dann mehr sehen, was mit dem Kader los ist, aber ich glaube, ich weiß schon, was ich ungefähr möchte. Stand jetzt ist das unsere Mannschaft, die wir haben. Die Bank ist okay. Dann haben wir hier noch einen Kaya, den wir wahrscheinlich ausleihen möchten. Könnten wir aber eigentlich auch behalten. Und Arnold dann, den müssen wir leider den Arnold dann irgendwie verkaufen, weil der wird einfach nicht stärker. Auf der ZM müssen wir uns verstärken. Da haben wir jetzt nicht so eine Breite, dann würde ich einen Stammspieler holen vielleicht, der so auf Stärke wie 8 kassierbar ist, mal gucken. Und dann vielleicht noch für die Kaderbreite einen im ZM verpflichten und dann war es das wahrscheinlich auch wieder mit der Kohle. Klar, auf der Torwartposition hätte ich jetzt auch noch Grill ersetzen können, aber da habe ich vor, in naher Zukunft vielleicht Mika Kuhn ins Tor zu setzen. Ich weiß nicht, ob der Spielpraxis braucht oder ob der ausgeliehen werden muss. Das muss ich dann nochmal sehen, aber der ist 18 Jahre alt schon mit einer Stärke 70, müssen wir behalten. Wagner wird natürlich in Zukunft auch in der Innenverteidigerposition. Vielleicht wird auch ein Schneider ein Stammspieler werden, wird aber schwierig an Madsen und Kerkez vorbeizukommen. Wir haben auf jeden Fall ein, zwei Baustellen, die wir bearbeiten können. Erstmal das ZM und dann gehen wir nach und nach von Saison zu Saison und von Transferphase weiter. Wir gucken erstmal gleich, was wir abgeben können. So, das sind jetzt erstmal die, die ich auf der Transferliste gesetzt habe. Kühn ist schon etwas alt, 71, der hat keine Perspektive mehr, vielleicht können wir den verkaufen. Paslak wollten wir verkaufen. Dann Giamfi hat auch überhaupt keine Perspektive mehr. Arnold tut irgendwo ein Herzen weh, aber mit einer Stärke 67 können wir leider nichts mehr anfangen. Und Jansen wollen wir nochmal ausleihen und hoffen, dass er doch da ein paar Stärken hochgehen kann und wir ihn dann vielleicht verkaufen können. Das ist erstmal der Plan. Können wir noch vielleicht ein bisschen Geld generieren, zwar nicht viel, aber zumindest etwas. Klar, dass wir Madsen hier fette Angebote reinfliegen, ist ein guter Rechtsverteidiger, 24 Jahre alt. Würde ich für sehr viel Geld natürlich auch verkaufen. Wir gehen mal einfach auf, ja, weiß ich nicht, 53 Millionen, minimal 40. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir da vielleicht, ja, ob diese so viel zahlen, mal gucken. Köln möchte Abiyama kaufen, da bin ich jetzt auch nicht mehr so abgeneigt, auch wenn er einer unserer Kultspieler ist, der ist mittlerweile 27 Jahre alt, Stärke 77. Da wollen wir aber auch dementsprechend Geld bekommen. Ich gehe auch Spaß mal rein und guck mal, ob die überhaupt irgendwas von dem bieten, was wir wollen. Dem war auch so, ich habe 35 Millionen gefordert und das bei Köln nicht zahlen. Ich meine, ist ein Torschützenkönig, dann können sie auch mal das Geld in der Hand nehmen und das bezahlen. Theoretisch klar, ist zu viel. Naja, wir werden oder wollen die Saison ja auch noch nicht verkaufen. Wir wollen erstmal schauen, dass wir überhaupt ein ZM bekommen. Eiting-Angebot vielleicht auch interessant. Denke aber nicht, dass wir das machen können. Angebot für Giamfi über 1,25 Millionen ist für mich okay bei 975.000 Mark wert. Nehmen wir an und damit wird er wohl zu 99% wechseln. Auch einer, der von Anfang an dabei ist. Aber er hat auch schon seit 2-3 Jahren überhaupt keine Einsätze mehr bekommen. Von daher ist es auch verständlich, dass wir ihn gehen lassen. Für Arnold das Angebot nehmen wir auch über 1,8 an. Ist ein gutes Angebot, kriegen wir wohl mehr nicht. Ist irgendwo schade. Ich habe aber gerade gesehen, Giamfi konnte sich nicht einigen mit dem Verein. Ist natürlich ärgerlich. Granada möchte gerne Jansen ausleihen. Das nehmen wir an für ein Jahr. Mal gucken, ob es klappt. Ansonsten haben wir noch Young Boys Bern, aber Jansen wird auf jeden Fall die Saison verlieren. Hier geht's. Wir haben unser erstes Testspiel gegen Celta Vigo, da rechne ich mir jetzt nicht zu viel aus, ein 1-1. Wir haben sogar noch ein Transferangebot für Kühn bekommen, das nehmen wir direkt an. Also, ich würde mal hoffen, irgendwie, dass Pasta vielleicht mal ein Angebot bekommt, aber da kam bisher überhaupt nichts einfach rein. Ich verstehe das auch gar nicht. Ich wollte jetzt mal bei der Jugendakademie reinschauen, weil wir da zwei Esten nennt man das, glaube ich, bekommen haben. Einmal hier den Sosa
Ja, ist okay. Und einmal Sepp, da oben der Rechtsverteidiger. Naja. Weiter geht's mit dem Vorbereitungsturnier. Gegen Udinese Calcio spielen wir 1-1 erneut. Ich dödel, hab schon wieder vergessen, den Kalender zu zeigen. Diesen Monat haben wir ein 3D-Spiel. Ich denke mal, wenn wir gegen Gladbach austragen. Dann Höhepunkte gegen Hoffenheim und Union Berlin in dieser Folge noch. Und dann natürlich der Abschluss der Transferphase. Und dann war es das auch schon mit der Folge. Ja, aber bis dahin ist wohl schon noch ein bisschen Zeit. Wir wollen langsam mehr Transfers tätigen. Wir finden einfach nichts, was ZM würdiges für unsere Mannschaft leider zurzeit. Ich weiß nicht warum. Unsere Scouts finden einfach nichts. Bietet AC Mailand hier 25,9 Millionen für Care Cats. Ja, weiß ich nicht, mache ich sehr ungern, da einen Linksverteidiger zu finden. Der gut ist 22 Jahre alt, jung, der hat eine Stärke 78. Nee, das machen wir auf gar keinen Fall. Nächstes Match im Vorbereitungsturnier. Wir gehen wieder mit der ersten Elf rein. Ist auch eigentlich egal. Wir spielen. Oh, wir gewinnen 3-1. Abiyama macht einen Dreierpack, schießt sich warm für die Liga. Das Transferangebot für die Giam 4 nehmen wir wieder an. Wir hoffen, dass er sich diesmal mit dem Verein einigen kann und irgendwie wollen alle Grill haben. Aber das kann ich jetzt noch nicht machen. Ja, und für Pasta kriegen wir wohl noch 8,7 Millionen. Da bin ich wohl sehr zufrieden mit, wenn das Angebot 100%ig durchgeht, aber sollte normalerweise sein. In seltensten Fällen ist es so, dass die Angebote dann nicht durchgehen. Ist also verkauft und wir kriegen 6,5 von dem Verkauften auf unser Transferbudget. Jetzt wollen die hier noch ein Tauschgeschäft mit Matzen machen. Bieten sie in Stärke 79er an ZM, Alter 26, wen wollen die verarschen? Ja, ich habe jetzt mal ein ZM rausgesucht. Es geht um Vitor Guterres, heißt der junge Mann. 10 Millionen biete ich jetzt mal, Marktwert 11 Millionen, hat eine Stärke 75, junger Spieler, würde zu uns passen, die wollen eine 5%ige Weiterverkaufsgebühr, das wollen wir nicht, biete dann mal 10,5, weil das würde dann passen, der wird sich dann entwickeln und zum Stammspieler ranwachsen, weil der schon in guten Stärkealter auch nicht, in einer guten Stärke und Aussage ist schon 26, 27, er wird nicht mehr weiter nach oben gehen, viel weiter. Eiting ist schon etwas älter und da würden wir schon mal einen zukünftigen Stammspieler direkt haben. Wir bieten 40.000 pro Woche an und so ist es auch. Wir haben unseren ersten Neuzugang. Vitor, weißt du das, glaube ich, Vitor Guterres. Ich freue mich, geiler Typ wahrscheinlich. Holen wir aus der Premier League, 11 Millionen, kann man nicht meckern. Wir haben jetzt noch circa 19 Millionen übrig für einen weiteren Neuzugang. Mal schauen, was wir da noch finden. Vielleicht einen etwas älteren, der direkt eine stärkere Stärke hat. Ja, mal gucken, was wir da machen. Jetzt wird doch direkt in der Stammformation einen Platz finden. Ersetzt damit dann Aussage. Oder ist 1,89 groß, ist auch nicht schlecht. Hat an sich gute Werte. Linksfuß, Portugiese. Und Aussage nimmt dann auf den Bankplatz. Dafür wird Rebinger auf die Reserve geschoben. Aber so ist das nun mal. Geht ganz schnell im Fußball. Auch Wagner ist mittlerweile eine 75. Da müssen wir schauen, ob wir dem vielleicht eine Rückserie schon für Pfeiffer einsetzen, weil Pfeiffer ist 26 Jahre alt oder halt für den Bamba. Bamba ist aber erst 21. Das ist alles ein Tohuwabohu und müssen wir mal schauen. Aber Wagner möchte natürlich auch langsam gerne spielen. Wenn ihr das seht, wisst ihr, die Saison geht los. Sind die europäischen Ambitionen des Teams realistisch? Wir spielen ja dieses Jahr Europa. Kann das Team ins europäische Geschäft einziehen? Achso. Ich würde sagen, wir haben einen guten Kader. Es ist alles möglich. Wir haben es letztes Jahr eigentlich auch geschafft. Der Guterres-Wechsel von Man U ist eines der größten Schnäppchen des Jahres. Bekommt er gegen Gladbach seine ersten Spielminuten? Er wird zeigen, dass er der Richtige ist. Ganz treu und ganz einfach. Tillman hat eine starke Vorbereitung absolviert. Wird er heute seinen Einsatz bekommen? Ich vertraue den Altbewährten und fertig. Also das ist doch mal eine gute Saisonprognose. Wir haben Bock, wir wollen rein ins Spiel. Irgendwo jetzt auch herzlich willkommen zum allerersten Spieltag der neuen Saison. Wir haben eine Stammformation im Tor noch Kuhn reingeholt. Mika Kuhn anstatt Grill und in Innenverteidigung spielt Emilio Wagner für Pfeiffer. Wir vertrauen den Jungen mal am ersten Spieltag. Da sehen wir gleich Kuhn. Unser Captain Askar Sieber leitet uns aufs Spielfeld und wir gehen rein in die Partie gegen Gladbach. Fabian Šušić. Šušić macht das gut. Where? Der hat uns immer genervt. 1-0 direkt im ersten Angriff. Da kann Kuhn gar nichts machen. Schlecht von der Verteidigung. Wagner kriegt den Zugriff nicht. Dann spielt dieser Šušić zu Where und der knallt ihn ins lange Eck. Ja, weiß nicht. Kuhn sieht da nicht gut aus. 1-0 Gladbach. Direkt ein Nackenschlag. Dreieiting Abiyama mit seinem allerersten Saisontreffer.
Hier geht's Schlag auf Schlag. Erste Gelegenheit für uns. Dixon, Abiyama mit seinem ersten Saisontreffer. Da die Entstehung. Eiting spielt den Ball nochmal in die Mitte. Abiyama schießt ins kurze Eck und Sommer kann nichts machen. 1-1. Guterres, der neue. Guterres mit Abiyama aus der Ferne. Schade. Dann Juma gegen Matzen. Gutes Dribbling, Šušić. Mbamba kriegt den Ball dann nicht richtig, immer noch Šušić. Šušić, Weah, ein schönes Dribbling. Oh, das ist da so eng. Und dann ist es abseits. Zum Glück. Abiyama. Außen steht Tillman frei. In der Mitte wartet wieder Eiting mit dem Versuch. Aber genau, Sommer. Das ist natürlich zu einfach. Oh, das ist aber kein guter Abwurf, der Sommer da. Tillman. Lässt sich das nicht entgehen und vielleicht auch nicht Abiyama. Oh, Riesenparade von Sommer. Oh, guter Ball von Weah da raus auf Correa. Correa gegen Kerkez. Ne, gegen Guterres macht er gut. Jetzt Kerkez. Vorne zum Dreh. Oh, das ist kein gutes Stellungsspieler von Niakate. Abiyama, den darf man nicht so alleine lassen. Dixon Abiyama mit dem zweiten Saisontreffer an der 45. Minute. 2-1 für Osnabrück. Genau vor der Halbzeit. Schlechte Stellungsspieler von Niakate. Der Ball kommt gut von Dri. War aber auch nicht schwer zu spielen. Abiyama macht den selber und er macht super. Und da ist auch schon der Halbzeitpfiff. Zur Halbzeit gehen wir mit einem 2-1. Ja, 2-1. Mit einer 2-1-Führung in die Pause. Ohne Wechsel starten wir die zweite Hälfte und hoffen, dass wir das Ergebnis halten können. Vielleicht sogar noch ausbauen können. Wir werden es sehen. Der ist immer für eine Idee gut, Özcan. Aber wir holen uns den Ball und spielen nach vorne in Dri. Da wieder ein super Ball auf Abiyama. Diesmal ist Niakate aber da. Oh, und dann so ein Riesenpatzer von Sommer. Tillman kann ihn ausnutzen. Was macht Jan Sommer da? Den hat er wohl gar nicht auf dem Schirm gehabt, den Tillman. Aber uns soll es recht sein. Wir erzielen das 3-1 mit unserem Tillman, der anscheinend in der Vorbereitung so super gespielt hat. Da will Sommer den Ball flach weiterspielen. Also so einen Patzer habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Aber Tillman nutzt es aus und schiebt den an Sommer zum 3-1 vorbei. Ascasiba mit dem Fernschuss, schade. Und schon wieder sind die da komplett unverunsichert, die Gladbacher. Köpfen den Ball in die Mitte und Sommer muss zur Tat schreiten. Ja, sowohl Gladbach als auch wir wechseln glaube ich ganze 5 Mal. Hier Kaya, Schneider, Osage, Pelletier und Correa raus. Eiting, Matzen, Guterres und Co. raus. Kaya kommt zum ersten Bundesliga-Einsatz. Unser türkisches Talent. Auf den freue ich mich irgendwie. Ich will mal schauen, was der so drauf hat. Ascasiba jetzt vielleicht mal aus der Distanz. Sommer ist da. Ja, wir warten einfach ab und lassen uns überraschen. Da haben wir auch gleich schon Kaya. Übersteiger vorbei. Macht er gut. Bricht dann ab. Aber Tuta verteidigt das gut. Schneider jetzt mal. Correa, so gut gespielt. Da ist Kaya. Der junge Mann aus der Türkei spielt auch Pelletier in den Rücken. Schade. Correa. Ah, macht er den Doppelpass mit dem Verteidiger. Spielt dann zu Pelletier. Pelletier, den haut er nicht rein. Unglaublich. Wie kann er den nicht machen? Schneider, unser neuer Rechtsverteidiger. Auch in die Partie gekommen. Eine super Flanke. Schade. Gut dabei wieder auf Pelletier. Pelletier legt ihn nochmal zurück. Niakate hat das gerochen. Trotzdem haben wir noch das Momentum auf unserer Seite. Correa kämpft sich daran. Aber das war's. Wir gewinnen diese Partie mit 3-1. Mit den Toren von, glaube nur Abiyama getroffen. Naja, 3 Punkte im ersten Spiel. Super, Jungs. Springen rein gegen Hoffenheim und spielen hier die Höhepunkte. Ich habe für diese Saison eigentlich noch gar kein offizielles Ziel rausgegeben, aber ich möchte schon die Europa-League-Plätze angreifen. Das wäre eigentlich schon ein realistisches Ziel, finde ich. Wir wollen natürlich noch einen Neuzugang ranholen. Aber wir gucken mal, was da so möglich ist. Ich habe da schon den einen oder anderen auf dem Zettel. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die Partie hier gegen Hoffenheim. Eiting. Ascasiba. Abiyama. Eiting. 1-0. Sehr gut gespielt, schöner Angriff.
1-0 für uns. Hoffenheim ist dran. Rodriguez. Was macht Hoffenheim? Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes, was sie da machen, wirklich. Wir sind wieder am Ball. Das ist ein langer Ball auf dem Dreh. Der wieder zu Guterres. Der spielt drüber zu Abiyama. Ich wollte eigentlich schießen. Bin dann irgendwie auf den X-Knopf gekommen und hat er gepasst. Alleingang vor Hoffenheim. Rodriguez. Rodriguez. Da muss auch mal die Sense ausgepackt werden eigentlich, Jungs. Taylor, Rodriguez, jetzt ist gefährlich. Ayorque, der hat uns schon mal geärgert. Ayorque, guter Ball auf Rodriguez. 1-1 ins Kurzeck geknallt. Ärgerlich. Da hätten wir eben das Tor machen können. Alleingang. Komm, Jungs. Abiyama läuft alleine auf den Keeper zu. Und dann so ein schlechter Abschluss. Rakowski hält ihn auch super. Ah, da müssen wir ruhiger sein. Nein, ist das ärgerlich. Hier wollen wir doch 3 Punkte mitnehmen. Freistoß für Hoffenheim, Okafor. Eigentlich von da sollte es nichts Gefährliches sein. Das klären wir auch so weit. Andri. Schade. Konnte Hoffenheim. Leute, wir wollen noch mal einen Angriff haben. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir uns da jetzt wegen einem Gegentreffer nicht mehr rankommen können. Jetzt müssen wir aufpassen. Rodriguez. Aydara. Ah, gut verteidigt, Jungs. Nochmal Hoffenheim. 80. Jetzt müssen wir einen verteidigen und versuchen, dass wir irgendwie nur den Punkt mitnehmen, weil ich glaube, dass wir danach nicht mehr. Fofana. Fofana. Macht das gut. Pfeiffer ist da. Sehr gut. Mittlerweile eingewechselt. 90. Wir spielen unentschieden gegen Hoffenheim. Ich hatte Giampi einen Verein gefunden, wo er hinwechseln kann. Jetzt haben wir nicht das Trubel mit dem Hin und Her. Wir hatten, glaube ich, 5-6 Angebote, die ich angenommen hatte. Und trotzdem ist es immer am Gehalt oder was auch immer gescheitert. Ist das ärgerlich. Naja, jetzt haben wir noch eine Partie gegen Union Berlin. Dann ist die Folge auch leider danach schon wieder rum. Wir haben hier nochmal was zu Laie. Das lehnen wir alles ab. Und dann springen wir rein in den Angriff gegen Union Berlin. Wie versprochen gehen wir nur in den Angriff rein. Das heißt, jederzeit kann Union Berlin hier mit 1 zu führen. Die haben sich Patzen Daka geholt, wenn ich das richtig gesehen habe. Alter, das ist ein krasser Neuzugang. Gut, jetzt haben wir die erste Gelegenheit. Komm, Tillman, mach Meter erstmal. Tillman macht auch den Meter. Aber flanken will ich da jetzt auch nicht unbedingt. Tillman. Abiyama, gut. Vorbei, schade. Nächste Gelegenheit für uns in der 21. Minute. Guterres. Guterres mit seinen langen Schritten, mit seinen 1,98. Guterres. Übersteiger vorbei. Ist Linksfuß. Eiting. Ist auch ein Linksfuß. Und Union Berlin führt schon 2-0. Das kann es doch nicht sein. Das wäre ein so schlechter Start hier in die Saison. Eiting. Nochmal ein schlechter Ball in den Lauf. Ja, und dann verlieren wir die Partie auch mit 2-0 gegen Union Berlin. Was für ein schlechter Start in die Saison. Ja, ich habe gerade zufälligerweise ein Angebot an Chukwuemeka gemacht. Der war 20 Millionen Mark wert und ich habe einfach, nee, der war 21,5 am Mark wert. Ich habe einfach mal 18 Millionen geboten und die haben das direkt angenommen. Ich war sehr überrascht, weil wir haben nur 20 Millionen zur Verfügung. Jetzt haben wir hier 5 Jahre Restdauer des Vertrags, dann haben wir Rolle und Kader wichtig, das ist alles okay. Das Gehalt, ja, war klar, dass wir es so nicht zahlen können. Das ist das Maximale, was wir zahlen könnten. Ich hoffe, der nimmt das an. Nee, es wird schwierig. Das wird sehr schwierig. Vielleicht gehen wir mit dem Einstiegsbonus komplett runter und dann holen wir uns ihn. Aber ich denke, das wird eher sehr eng. So kriegt er 41.840. Vielleicht wäre er damit einverstanden. Der will 53.000 haben. Ja, das können wir wohl vergessen. Ja, damit werden wir nicht bekommen. Schade. Den nächsten Kandidaten hier, das ist natürlich ein Kracher. Wir haben ein Tauschangebot mit Aiting gemacht, haben aber wieder nicht so viel Gehalt, wie ihr seht. Ich weiß nicht, wir können... Ja, das wird er auf gar keinen Fall annehmen. Oh, das ist ärgerlich. Wir können echt uns keinen leisten. Können uns einfach keinen Spieler leisten mit diesem Gehalt, was wir da haben. Was willst du machen? Das müssen wir wohl auch wieder abbrechen und dann anderen suchen. Schade. Jetzt haben wir aber Dennis Geiger für 16,8 im Tausch mit Aiting. Er ist 21 wert. 16,8 ist okay. Ich denke, das ist machbar. Geiger ist natürlich Stärke 80. Kann uns direkt weiterhelfen. Das darf man nicht vergessen. Ist zwar 28. Trotzdem kann er auch so bis 32 dabei sein und wird immer noch eine stabile Stärke haben. Biete ihn jetzt hier 40.000 Gehalt und ich finde auch,
Das ist angemessen und wir haben damit einen super, super Neuzugang. Ich bin super zufrieden, ich bin super froh mit der Transferphase. Wir haben genau das, was wir brauchten, haben wir geholt. Zwei zentrale Mittelfeldspieler, einmal Geiger, einen etwas älteren, der direkt in den Sturm funktionieren kann. Und Guterres, der irgendwann richtig durch die Decke gehen wird wahrscheinlich. Aber geil. Somit war es auch mit dieser Folge. Es wird wohl in der Transferzeit nichts mehr passieren. Wenn schon, werde ich es dann in der nächsten Folge zeigen. Ansonsten werde ich einfach den Deadline Day überspringen. Hier sehen wir nochmal, wie sich Geiger hier warm macht, wollte ich gerade sagen, aber wie er sich den medizinischen Test unterweist. Bis hierhin sage ich nochmal danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Ich freue mich oder würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommentar da. Um keine Folge mehr zu verpassen, abonniert mich gerne. Ansonsten wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, ein schönes Wochenende, wann ihr die Folge auch seht. Bis dahin und tschö.